Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute sind wir im Moviepark. Saisonstart 2023 steht an. Und was es alles Neues gibt, was uns hier erwartet, das zeigen wir euch. Kommt doch einfach gerne mal mit. Hier im Moviepark Germany drin. Es gab am Anfang echt Probleme mit der Jahreskarte, um hier reinzukommen. Alle, die sich im letzten Jahr eine Jahreskarte geholt haben, müssen sich nochmal zum Welcome Center anstellen und irgendwas unterschreiben. Das war ein bisschen lästig. Hier am Eingang wurden wir dann begrüßt von allen Darstellern und hier gab es eine kleine Pre-Opening-Show. Die Eröffnungsshow gibt es jetzt immer so um 5 nach 10, also kurz nachdem der Park geöffnet hat. Und danach nochmal so 20, 25 Minuten später hier vorne auf dem Hollywood Boulevard. Also haltet die Augen offen und auch die Musik sehr, sehr schön. In diesem Jahr wird der Moviepark ein bisschen digitaler und ihr seht es schon im Hintergrund. Digitale Wartezeigentafeln erwarten euch bei den ein oder anderen Attraktionen. Und ja, mit der Moviepark Studio Tour, darauf gehen wir doch mal. 5 Minuten Wartezeit ist ja ein Schnapper. Tour muss ja immer bei jedem Besuch sein, auf jeden Fall. Und was gibt es hier noch Neues? Ja, und zwar einen neuen Walking-Character, Sam. Die Filmklappe könnt ihr hier auch treffen. Leider bei unserem Tag hier am Saisonstart noch nicht. Bald ist es soweit und ich bin wirklich sehr gespannt, wie sie Sam umgesetzt hat. Und mit dem brauche ich auf jeden Fall noch ein Foto. Also ich will schon mit dem Laufenden ein Foto haben. Ne, jetzt nicht damit. Im Moviepark kann man ja auch die ein oder anderen Charaktere treffen, so wie hier hinter mir die beliebten Hunde. Aber leider sind die Hunde in dieser Saison hinter einer Paywall. Und was das genau heißt, das wird euch Vivi mal erzählen. Familien, aufgepasst, wenn ihr jetzt ein Meet and Greet in Paw Patrol haben wollt, müsst ihr echt mal einen Online-Termin buchen. Es gibt so Zeitslots, die ihr angeben müsst. Das ist aber noch nicht alles. Dann kostet ein Meet and Greet 10 Euro, Treffen und Foto. Und ich glaube, dass eure Kinder jetzt vielleicht nicht mehr so oft Paw Patrol treffen werden. Ein bisschen schade. Wir sind hier immer noch im Nickland unterwegs und der Moviepark ist der Familienpark Nummer 1. Und ja, wir stehen hier gerade vor der Fahrschule. In dieser Saison kostet die Fahrschule auch 5 Euro extra. Man bekommt dann einen Führerschein. Damals hat dieser Führerscheinausstellung 8 Euro gekostet, aber da konnte man auch noch kostenlos mit der Fahrschule fahren. Das funktioniert in dieser Saison leider nicht mehr. Von 7 bis 11, von 7 bis 13. Die Kinderfahrschule, die unter 7 ist, die ist noch komplett kostenlos. Finde ich ein bisschen schade, da hat man sich wohl ein Beispiel genommen am Halloween Horror Festival. Da haben auf jeden Fall die Kleinkinder noch mal Glück, dass sie hier kostenlos fahren. Aber wenn sie sich auch einen Führerschein ausstellen lassen möchten, müssen die dafür natürlich auch Geld zahlen. Wir stehen hier vor Studio 6 und hier findet die Stuntshow statt. Ein absolutes Highlight. Quietschende Reifen, brennende Wagen, der reine Wahnsinn. Aber Kevin,
glaube, das waren die alten Bilder. Dieses Jahr gibt es eine neue Stuntshow, und zwar Operation Red Carpet. Es geht um die Verleihung des goldenen Sam. Und auch dort ist wieder Action, quietschende Reifen, wie du gerade schon gesagt hast, geboten. Und Deutschlands größte Quarterpipe. Also ich bin wirklich gespannt, was uns da alles erwarten wird. Leider hat es noch zu, aber im Laufe der Saison soll es öffnen. Und ich bin schon sehr, sehr, sehr gespannt, hier nach Los Angeles zu reisen und uns die Stuntshow anzuschauen. Uns erwartet auch ein komplett neues Bühnenbild im Los Angeles Style. Wir befinden uns in Amerika und da sollen auch so die Vibes aufkommen und die Atmosphäre auch da sein. Ich bin wirklich so gespannt und es wird auf jeden Fall Zeit für eine neue Stuntshow. Welcome to Hollywood in Germany! Das Stunt-Team ist ready, jetzt muss nur noch das Stunt-Setup fertig werden. Ich bin tierisch gespannt, was für das neue Stunt-Show uns in dieser Saison erwarten wird. Was muss ich heute mit erschreckend feststellen? Fast 76% von euch haben uns noch nicht abonniert. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr unseren Kanal abonniert und dem Video einen Daumen nach oben gebt. Damit würdet ihr uns auf jeden Fall unterstützen. Also ich habe Zeit, ich kann kurz noch warten. Was? Fertig? Okay, dann würde ich sagen, weiter mit dem Video. Es gibt auch immer wieder die ein oder anderen Street-Entertainment und das macht mich jetzt richtig durstig. Einfach mal die Augen aufhalten, vielleicht findet ihr auch den ein oder anderen Show-Act an eurem Besuchstag. Es gibt Getränkeautomaten und ich habe hier mal geguckt. Also wir haben heute sehr angenehme Preise. Eine Cola kostet zum Beispiel 1,80 Euro und die werden wir uns da direkt mal holen. Alles bargeldlos, direkt hier bezahlen mit dem Handy und das macht ich mal ganz schnell. Also ich glaube, es ist nur ein Fehler, aber danke Moviepark für 1,80 Euro Cola. Was oben reinkommt, muss unten wieder raus. Ich glaube, ich muss mal aufs Klo. Ich glaube, ich nehme euch mal mit. Also so weit nehme ich euch natürlich nicht mit, aber die Toilettenanlagen hier sind auch komplett neu renoviert worden. Das war auf jeden Fall bitter, bitter nötig und sieht auf jeden Fall schon sehr frisch aus. Aktuell wurden zwei Toilettenanlagen komplett neu renoviert. In der Zukunft sollen auch noch weitere Toilettenanlagen renoviert werden. Es ist jetzt nichts Spektakuläres, es ist jetzt einfach wieder eine frische, fresche Toilettenanlage. Kevin, haben wir jetzt wirklich über Sanitäranlagen gesprochen? Ich meine, es gibt immer wieder irgendwas Neues in unserem Kanal, aber ich gehe mal rüber zur nächsten Achterbahn. Der MP-Express soll umthematisiert werden zu Ironclaw und das soll jetzt alles so ein bisschen mehr in den Western-Bereich und so alles reinpassen mit dem Soundtrack von IMAscore. Ja, wann die Bahn, also Ironclaw, genau aufmacht, das weiß man leider noch nicht, zumindest habe ich noch nichts in Erfahrung bringen können. Ich vermute mal im Laufe der Saison, aktuell hat der MP-Express aber noch zu, das ist aber kein Problem, wir haben noch ein paar Archivaufnahmen für euch. Wird uns in dieser Sommersaison auch wieder eine neue Show erwarten, obwohl so eine richtig neue Show wird uns tatsächlich nicht erwarten. Christian Fahler zieht wieder in den Moviepark zurück mit seiner Magier-Show. Sherlock Holmes, A Game of Mystery kommt zurück am 22. Juni für 8 Wochen. Neue Illusionen sind am Start und eine überarbeitete Storyline. Auf jeden Fall reinschauen, letztes Jahr war die Show schon echt gut. Leider haben wir von der Show aus dem letzten Jahr keine Aufnahmen, weil glaube ich nur in der ersten Woche das Film erlaubt war, danach wurde es leider verboten. Aber dann müsst ihr einfach in den Moviepark vorbeikommen und reingehen. Bandit fährt mittlerweile. Auch wenn Christian Faller leider noch nicht da ist, eine Show läuft hier trotzdem noch und die schauen wir uns mal an. Thank you.
das waren unsere kleinen Eindrücke hier von der neuen Show aus dem Moviepark bei der New York Plaza Stage. Schaut hier gerne mal vorbei. Mehrfach am Tag läuft die Show auf jeden Fall. Hat Hip-Hop-Elemente und Live-Gesang am Start. Auch gastronomisch hat der Moviepark immer mal wieder kleinere Änderungen. Zum Beispiel hinter mir das Restaurant Walk of Fame. Sieht aber ehrlich gesagt noch nicht ganz fertig aus. Das, was fertig ist, sind aber die kleinen Mehrwegbecher, weil immer mehr Freizeitparks setzen natürlich auch auf Nachhaltigkeit. Der Moviepark hat ja schon mal gut auch mit den Parkplänen angefangen und das zieht sich jetzt weiter zu den Mehrwegbechern. Ihr habt die Möglichkeit, so einen Becher zu behalten für zu Hause oder auch einfach wieder abzugeben. 1 Euro Pfand ist da drauf und ich genieße jetzt hier raus meinen Kaffee. Ja, jetzt ist der Kaffee leer. Und was mache ich mit dem Becher? Jetzt muss ich mich nochmal neu anstellen, um ihn abzugeben. Leider gibt es auch keine Pfandautomaten. Das wäre natürlich jetzt richtig nice, weil an richtig vollen Tagen müsst ihr euch quasi zweimal anstellen. Aber zum Glück ist es heute nicht so voll. 15 Minuten Wartezeit bei Star Trek und da geht es jetzt drauf. Jede Großattraktion hat mittlerweile so eine Digitalanzeige und da sieht man dann auch noch 3 andere Attraktionen drauf, wie hoch da die Wartezeit ist. Und zwar The Lost Temple. Die Attraktion hat lange, lange geschlossen. Jetzt hat sie wieder auf und wir sind hier schon so lange nicht mehr gefahren. Das müssen wir jetzt auf jeden Fall noch nachholen. Heute ist Saisonstart, der erste Tag. Heute ist noch so ein bisschen der Wurm drin. Auch Lost Temple hatte gerade schon wieder eine Störung. Das zieht sich so durch den ganzen Tag heute durch. Auch die ein oder anderen Achterbahnen waren nicht direkt am Start. Aber so ist es nun mal beim Saisonstart. Ich habe gehört, dass da drinnen sich ein Simulator befindet. Das wollte ich euch noch sagen. Was befindet sich überhaupt im Lost Temple? Vielleicht kennt der ein oder andere die Attraktion gar nicht mehr, weil die gibt es ja seit 3 Jahren quasi nicht mehr. Jetzt ist sie wieder am Start. Es ist eine wunderschöne Queue-Line. Danach geht ihr quasi in so einen Simulator. Der ist jetzt nicht mehr so spektakulär und dann geht ihr wieder raus. Also kann man auf jeden Fall mal machen, aber ihr habt auch nichts verpasst, wenn ihr Lost Temple an eurem Besuchstag nicht besucht. Aber im Nickland, da steigt aktuell eine riesengroße Party und da wollen wir nochmal vorbeischauen. SpongeBob und Patrick und den Paw Patrol Hunden war auf jeden Fall sehr, sehr nice. Ein bisschen Macarena getanzt, die Stimmung war auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und noch was, die Paw Patrol Hunde könnt ihr auch kostenlos draußen treffen. Also nur im Turm kostet euch das Geld. Aber wenn ihr jetzt hier auf der Straße rumstehen und ihr mit denen ja, agieren möchtet, könnt ihr das alles kostenlos machen und auch mit eurem eigenen Handy fotografieren. Das auf jeden Fall hier nochmal am Rande. Also nur der Turm mit den Hunden kostet Geld. Draußen alles ist kostenlos. In diesem Jahr findet zum 25. Mal, da logisch auch das Halloween Horror Festival statt mit einer neuen Maze. Und ich bin da auch schon tierisch gespannt, was uns in der Halloween-Zeit hier erwartet. Da lässt der Moviepark es ja schon ordentlich krachen. Habt ihr schon gehört, es gibt eine neue Jahreskarte und zwar den Saisonpass Platin. Darüber haben wir schon mal ein Video gedreht. Wenn ihr Interesse habt, schaut gerne mal vorbei, hier unten verlinkt. Das waren unsere Eindrücke hier vom Moviepark zum Saisonstart. Viele kleine Neuheiten sind auf jeden Fall jetzt schon am Start. In der laufenden Saison werden noch einige Neuheiten kommen. Ich bin echt gespannt, was uns hier noch alles erwartet. Besonders, wenn die Stuntshow fertig ist. Die Entwicklung im Nickland, dass jetzt die Kinderfahrschule Geld kostet oder das mit den Hunden Meet and Greet, finde ich natürlich jetzt irgendwie nicht so nice. Vielleicht überdenkt man diese Entscheidung einfach nochmal.
das soll es aber gewesen sein von uns hier aus dem Moviepark. Lasst dem Video unbedingt ein Like da. Ja, und jetzt könnt ihr auch wieder vorbeischauen. Der Moviepark ist jetzt wieder am Start. Das Set ist eröffnet und wir verlassen das Set. Viel Spaß auf YouTube. Bis dann, Henne. Tschüss. Liebe Gäste, in 15 Minuten heißt es Moviepark Studios on Stage auf unserer Open-Air-Bühne am Set des New York Plaza. Das gesamte Thank you.